Was geht ab, Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Es gibt mega, mega Neuigkeiten, und zwar von Khamzat Chimaev, der einen neuen Plan enthüllt hat. Wenn Kamaru Usman im Herbst nicht gegen ihn kämpfen sollte, sondern wie er es die ganze Zeit behauptet, am liebsten gegen Canelo Alvarez, ne, gegen Conor McGregor, wäre ja noch vertretbar in dem Sinne, weil es noch MMA ist, aber Kamaru Usman strebt ja auch einen 100-Millionen-Kampf gegen Canelo Alvarez an. Der UFC-Boss Dana White sagte auch, ja, dieser Fight würde niemals die Zahlen bringen, welche halt Conor McGregor und Floyd Mayweather gebracht haben, wobei ich mir doch schon vorstellen kann, dass viele Leute diesen Kampf aufgrund von Canelos Hype und ja, Usmans Promotion-Power mit der UFC, ne, mit der Werbepower einfach schon da ordentlich was auf die Beine stellen könnten, ne? Aber mal unabhängig davon hat Khamzat Chimaev darauf auch reagiert und dann so ein bisschen Ali Abdelaziz und Kamaru Usman niedergemacht und gedisst in dem Sinne. Wenn euch die Videos gefallen, Freunde, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. 60% von euch haben meinen Kanal auch nicht abonniert. Vielen, vielen Dank für den krassen Support und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Khamzat Chimaev war nämlich beim Podcast von The Schmo und Henry Cejudo, ne, die haben einen Podcast gemacht, wo dann Darren Till und Khamzat Chimaev dort eingeladen wurden, und dann hat man auch gemerkt, wie gut das Englisch von Khamzat Chimaev geworden ist, ne, wie er sich weiterentwickelt hat, wie er wirklich gezeigt hat, was ja, er gelernt hat auch in den letzten paar Monaten, einfach aus dem Grund, weil er auch gemerkt hat, dass Kämpfer sein allgemein nicht ausreicht. Du musst entertained sein, du musst Show machen, du musst Schlagzeilen bringen, du musst aktiv sein auf Social Media und. Und da ist natürlich auch Englisch wichtig, hat er hier deutlich gezeigt. Ansonsten sagte er in dem Sinne auch, was er tun wollen würde, wenn Kamaru Usman jetzt gegen Canelo kämpft. Und er sagte ganz klar und deutlich, mir ist es dann echt scheißegal so. Ich gehe meinen Weg weiter ins Mittelgewicht, werde dann höchstwahrscheinlich gegen Robert Whittaker kämpfen oder straight gegen Israel Adesanya, um dort mir den Gürtel zu holen. Also es ist mir wirklich egal, wo ich den Gürtel holen werde. Hauptsache, ich hole einen Gürtel. Mein Fokus an sich lag im Weltergewicht, aber wenn Usman so ausweichen will und erstmal lange nicht kämpfen will, dann hey, da muss ich halt einen anderen Weg gehen. Ich könnte auch ganz entspannt 93 Kilogramm gegen Glover Teixeira oder Jiří Procházka kämpfen und dort den Gürtel holen. Wäre für mich auch gar kein Thema. Würde ich halt Muskelmasse aufbauen und dann dort hochgehen und mir dort den Gürtel holen. Sehe ich mich auch ohne Probleme, sagt er. Ansonsten, Freunde, auch sehr, sehr geil. Es ist einfach heftig, ne? Wenn ihr euch vorstellt, Khamzat Chimaev ohne Probleme hat, keine Bedenken 93 Kilogramm zu gehen, finde ich einfach mega nice. Ansonsten sagt er auch zu Ali Abdelaziz und Kamaru Usman, dass das einfach stupid ist, dass es einfach dumm ist, was die machen und behaupten, dass sie wirklich einen Canelo Alvarez besiegen könnten. Ich bin nicht dumm, ich würde diesen Wechsel ins Boxen niemals machen, weil ich zu großen Respekt davor habe und natürlich weiß, dass ich haushoch verlieren würde, und Usman weiß es auch. Also wie kann Ali Abdelaziz und Usman behaupten, dass sie Canelo in der dritten Runde finishen und so weiter und so fort. Das ist einfach dumm, sehe ich nicht ein, aber er versteht auch, dass die beiden Geld machen wollen in dem Sinne. Aber ja, da müsst ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Er sagte, wenn Canelo zum MMA kommen würde, würde ich ihn in 10 Sekunden schlafen schicken, aber beim Boxen würde er mich halt besiegen. Also sehr, sehr ehrlich. Ansonsten, Freunde, das wär's mit dem Video. Lasst gerne eure Bewertung da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.